Bei dieser Gleichung haben wir die Variablen in mehreren Positionen. Dies berührt jedoch nicht unsere Regeln, die wir für die Lösung von Gleichungen anwenden dürfen. Zunächst ziehen wir 2x von beiden Seiten der Gleichung ab. Dann ziehen wir 7 von beiden Seiten der Gleichung ab und erhalten x gleich minus 5. 5 Wurzel t minus Wurzel 4t gleich 12. Hier vereinfachen wir zunächst den linken Teil der Gleichung. Aus Wurzel 4t wird Wurzel 4 mal Wurzel t. Aus Wurzel 4 wird 2. Wir klammern aus bzw. fassen zusammen. 5 Wurzel t minus 2 Wurzel t ist 3 Wurzel t. Wir dividieren jetzt beide Seiten der Gleichung durch 3 und erhalten Wurzel t gleich 4. Wir quadrieren und halten t gleich 16. Bei Termumformungen müssen wir immer den Definitionsbereich beachten. Die Gleichung x minus 1 durch x minus 1 gleich x hat als Definitionsbereich alle reellen Zahlen außer der 1. Das bedeutet, diese Gleichung hat keine Lösung. Die Gleichung 1 gleich x hat als Definitionsbereich alle reellen Zahlen und hat als Lösung x gleich 1. Bei folgenden Termumformungen ist Vorsicht geboten. Erweitern oder kürzen mit 0 ist für Termumformungen nicht gestattet. Beim Potenzieren mit ganzzahligen Exponenten verlieren wir eventuell eine Lösung. U minus 1 mal U plus 1 gleich 48. Nach der dritten binomischen Formel ergibt das U Quadrat minus 1 gleich 48. Wir addieren 1 zu jeder Seite. Wir erhalten U Quadrat gleich 49 und ziehen die Wurzel. Wir müssen zwei Fälle unterscheiden. Für U größer 0 ist die Lösung U1 gleich 7. Für U kleiner 0 ist die Lösung U2 gleich minus 7. Vorsicht bei Termumformungen mit Funktionen mit Definitionslücken, wie zum Beispiel 1 durch z oder Wurzel z. Wir wollen die Gleichung x mal x minus 3 gleich 0 lösen. Wir dividieren durch x, das heißt, wir wenden eine Funktion an, die eine Definitionslücke für x gleich 0 hat. Erhalten x minus 3 gleich 0. Addieren 3 und erhalten x gleich 3. Die Lösung x gleich 3 ist richtig, aber wir haben die weitere Lösung x gleich 0 durch unsere Termumformung verloren. X² gleich 225. Wir ziehen auf beiden Seiten die Wurzel. Vorsicht, denn diese Funktion hat Definitionslücken, sie ist nur für positive reelle Zahlen definiert. Wir erhalten Lösung x gleich 15, können uns aber die weitere Lösung x gleich minus 15 erarbeiten. 4 Wurzel 4s plus 1 gleich 3 Wurzel 7s plus 2. Wir quadrieren beide Seiten, die Wurzeln fallen weg, aus 4 wird 16, aus 3 wird 9. Wir multiplizieren aus, wir ziehen auf beiden Seiten 63s und 16 ab und erhalten s gleich 2. Vielleicht erinnern Sie sich an die Aufgabe mit dem Seil, was wir über den Äquator spannten. Dieses Seil hatte eine etwas größere Länge als der Äquatorumfang, hatte also überall am Äquator einen gewissen Abstand h von der Erdoberfläche. Diesen Abstand h kann man nach der Formel u-u durch 2pi leicht ermitteln. Man sagt, diese Gleichung ist analytisch lösbar. Man kann sie nach h auflösen. Wir können das Seil jetzt so weit wie möglich anheben und erhalten schließlich eine Situation wie hier gezeichnet. Das Seil liegt jetzt über eine Strecke z am Äquator an. Die restliche Länge des Seiles bildet ein Dreieck. Wenn wir jetzt den weitesten Abstand des Seiles vom Äquator h berechnen wollen, dann können wir dafür diese Gleichung entwickeln. Diese Gleichung ist aber analytisch nicht lösbar. Wir können sie nicht nach h auflösen. Die einzige Möglichkeit, einen Wert für h zu ermitteln, ist auszuprobieren, also Werte für h einzusetzen und zu sehen, ob die Gleichung stimmt. Für eine Höhe von 10 Meter stimmt die Gleichung nicht sehr gut. Bei 20 Meter stimmt sie schon besser, bei 30 Meter noch besser, bei 40 Meter noch besser. Bei 100 Meter ergibt sich eine negative Abweichung. Wir können nun iterativ die Höhe verändern und sehen, dass bei 70 Meter die Gleichung sehr gut erfüllt wird.
Die Lösung 70 Meter wurde iterativ ermittelt. Analytisch ist die Gleichung nicht lösbar.